Hallo und herzlich willkommen zurück zu Harz Medicine Hospital Heat. Ja, in der letzten Folge sind wir auf die Intensivstation gekommen. Und was wir da noch alles so erleben werden, das erfahren wir heute. Beziehungsweise erfahren wir heute weiter, wenn man so möchte. Und zwar sind wir jetzt bei Hundemüde. Ermüde Allison nicht mehr weiter. Das heißt jetzt, was? Wie soll ich denn sie nicht ermüden? Immerhin läuft sie keine Ahnung wie viel der 1000 Kilometer. Naja, bin ich mal gespannt, wie wir das machen sollen. Aufwachen, ihr Schlafmützen. Ich bin hier, um dich abzuholen, Ryan. Die Kinder haben schon nach dir gefragt. Eine kleine Abwechslung könnte nicht schaden. Wie geht es dir, Kleine? Ich hatte schon einmal bessere Zeiten. Ich würde dich ja drücken, aber ja, das ist vielleicht keine gute Idee. Manchmal läuft einfach alles im Leben schief. Das ist eine große Erleuchtung, hä? Huh? Nein, nur etwas, das mir so ein Typ einmal gesagt hat. Viel Glück, Allison. Ja, dann würde ich sagen, Moment, jetzt muss ich mal eben gucken. Dank dieses neuen Wagens können die Behandlungen schneller durchgeführt werden. Okay. Diese neue Kaffeemaschine brüht besseren Kaffee. Die Besucher werden ihn schneller trinken. Ja, das möchte ich natürlich nicht. Die sollen da oben ein bisschen länger stehen bleiben. Das kann ich leider noch nicht. Also, dass sie schneller laufen würde, das wäre natürlich schon ganz gut. Ja, dann würde ich sagen, dass wir erstmal die Sitze unten nehmen. Dass wir die verbessern und dann einfach mal schauen, was wir noch so an Geld bekommen können, diese Runde. Oder geht's schon direkt los hier? Okay, das müssen wir einmal hochstellen. Und weitermachen. Zack. Du gehst nach da. Einmal das. So. Die Leute von den Intensivbetten, die brauchen natürlich schnellere Behandlung, doch, doch. So, du kriegst noch mal eben was. Du kriegst was. Ach, das sind diese Kakaten. Oh, ich hasse es. So, du nach oben. Jetzt hätte ich fast aufs Falsche geklickt. Du nach da. Ich kann meine Zeit mal kurz hier abservieren, wollte ich gerade sagen. Abkassieren meine ich natürlich. Muss ich hier irgendwas drücken oder schieben oder was weiß ich was? Ja, komm, mach schnell. Oh, jetzt ist der immer noch nicht fertig. Ist das dein Ernst? So, der geht nach da. Was soll ich denn damit machen? Ach so, ich soll da. Ach so. Ah, okay. Ja, jetzt habe ich es gesehen. Okay, gut. Ja, die auch nochmal schnell. Zack. Du gehst nach da. Das bringen wir mal schnell rüber. Das war jetzt natürlich doof, aber egal. Ach, das sind die Karten auch, ne? So, das. Zack. Was war denn das gerade? Ich weiß, dass ich die nicht ermüden soll, aber wodurch soll ich die ermüden? Keine Ahnung. Ich wollte gerade sagen, waren das nicht wieder diese Karten? Nein, jetzt häng auf. Los. Der dahin. Mit ihr muss ich kurz reden. Du gehst dahin. Hier machen wir schnell ein Wasser. Zack. Zack. Ah, oh, da muss ich schon wieder tippen. Ich kann hier gar nichts. So, dahin. Nee, das machen wir jetzt noch nicht. Da muss ich jetzt erstmal zwischendurch. So, dann dahin. Das dahin. Einmal das. Und der, glaube ich, dahin. Ziehen. Komm, kommt da noch was? Ja, immer dann, wenn man was anderes geklickt hat, dann kommt noch was. War ja klar. Du dahin. Hallo, du solltest nach unten gehen. Jetzt geh doch endlich dahin, Mann.
So, den müssen wir erstmal hier verscheuchen. Die braucht nämlich seinen Platz. So, der kann hier unten hin. Der ist gerade fertig geworden. Tippen, zack. Du gehst nach da oben hin. Jetzt mach! Mein Gott. So, ich konnte mir leider noch nicht angucken, was da überhaupt drauf stand. So, du bist gerade fertig geworden. Zack. Den. Da nochmal hin. Ah! Dahin. Dahin. So, das nehmen wir mit. Da gehen wir nochmal schnell hin. Ich weiß, es tut mir leid. So, den schieben wir mit nach da oben. So, dich behandeln wir mal eben schnell. Du brauchst wahrscheinlich noch eine Behandlung, habe ich mir schon gedacht. Hallo? Hä? Soll die runter? Achso. Okay. Nee, ja, also jetzt nicht mehr. Jetzt müssen wir hier mal die anderen Patienten machen. So geht das nicht. So. Das nehmen wir mal schnell. Das. Nehmen wir den mit nach hier unten. Zack. Ja, dann mach es doch auch. Mann, wie oft soll ich da drauf drücken? So, das. 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 Ich hasse es. Da kriegt man nicht so schnell die Dinger. So. Kümmere dich darum. Oh, immer wenn man jemanden nach oben klicken will. So, jetzt geh endlich zum Kaffeeautomaten, Mann. So, das. Dann machen wir das noch schnell auf den Weg. Dahin. Dahin. Der. Ach, da oben ist noch ein Stuhl. Der dahin. Ja, das war jetzt eigentlich Blödsinn, was ich gemacht habe, aber egal. So, Wasser. Das noch eben schnell. Dahin. So, um den kümmern wir uns auch. Die. Das. 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 Oh! Muss der jetzt auch noch gerade diese dämlichen Karten haben. So, jetzt nimm das Ding schnell dahin. Du kommst nach da oben hin. Okay, das. So, einmal das. Das Ding nehmen, nach unten. Aha. So, da oben hin. Da unten hin. Das ist das Bett. Naja, habe ich doch richtig gesehen. So, so. Jetzt habe ich auch das erste Mal gesehen, dass man das nicht immer bis zum Anschlag drehen muss. Okay, okay, okay. Den tun wir nach da. Der ist gerade gekommen. Dann noch schnell das Wasser. Das heben wir die auf dem Weg mal eben schnell ab. So, einmal das, das. Oh, jetzt kann ich die noch nicht mal nach da oben bringen. So, einmal. Einmal da. Nimm. Und dann dahin. Dann wieder dahin. So, das Gerät nehmen wir mit nach da. Komm, komm, komm. So, das einmal. Oh. Ah, und sie möchte wieder ein Glas Wasser. Ja, 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 lass mich doch mal drücken. Ich sehe hier nichts. Du dahin, du dahin. So, schnell. Oh, schon wieder drücken. Ach, dann tun wir den halt nach oben. Wieso geht die nicht dahin? Mann. Ich verstehe nicht, warum die das nicht sofort annehmen können, in dem Moment, wo ich da draufklicke. Manchmal kommt dann ein Warnschuh. Manchmal macht sie gar nichts. Das ist irgendwie seltsam. Aber gut, ich hab's trotzdem geschafft. Ich hab die 3 Sterne. Aber, ja gut, die Herausforderung habe ich keine Ahnung, was ich da machen sollte. Aber Oliver habe ich auf jeden Fall geschafft. Die Herausforderung nicht. Keine Ahnung, was ich da machen musste. Mir gehen langsam die Ideen aus. Alle meine Tests bringen mich nicht weiter.
Jeder Test zeigt etwas anderes an und der nächste Test schließt dann das erste Ergebnis wieder aus. Und darüber hinaus habe ich jetzt auch noch ein knappes Testbudget pro Patient. Es ist mir nicht mehr gestattet, meine sinnlose Unternehmung weiterzuführen. Victor? Was denkst du wohl? Aber ehrlich gesagt, selbst wenn ich weiter testen könnte, wüsste ich nicht, wonach ich suchen sollte. Du kannst also gar nichts mehr tun? Ich fürchte nicht. Du kannst immer mit mir reden. Mit dir reden. Ich kenne dich ja kaum. Und das ist nicht mein Fehler, oder? Weißt du eigentlich, wie viele Mutter-Tochter-Momente dir entgangen sind? Wie sehr ich unbedingt eine Mutter in meinem Leben haben wollte? Und du hättest eigentlich nur da sein müssen. Und ich hätte dir eigentlich nur vergeben müssen. Und nicht so wütend sein sollen. Und dich nicht wegschicken sollen. Das war wahrscheinlich für dich auch nicht gerade einfach. Ich wünschte nur, dass die Dinge anders gelaufen wären. Ja, und damit haben wir eine neue Herausforderung. Oliver Überdosis. Okay, der Name ist auf jeden Fall nicht schlecht. Finde so viele Olivers, wie du kannst. Ich habe schon ein wenig Panik, aber eigentlich ging das doch immer ganz gut. Ich weiß halt nur nicht, ob wir das dann hinkriegen, wirklich alle zu kriegen. Aber wir versuchen es. So. Da. Ich habe doch gerade noch einen gehört. Da, 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 da. Wenn man sich auf ein oder zwei fixiert hat, ist es teilweise richtig mies, weil man die anderen gar nicht mehr sieht in dem Moment. Dieses Halbdurchsichtige, das ist ja schrecklich. Da. Ah, ich habe doch gerade noch... Hallo, da... Das soll lieber dazwischen gehen, dann sehe ich nicht mal, wo die Olivers sind. Nein! Och, komm! Nur weil ich mir einmal an der Nase kratzen musste, habe ich jetzt den letzten nicht mehr bekommen, oder was? Oh, ist das euer Ernst? Nicht aufgeben. Ja. Lasse 5-mal gleichzeitig 3 Personen mit goldenen Herzen zahlen. 5-mal gleichzeitig 3 Personen. Ach du Scheiße. Also 3-mal. Oh Gott. Quinn hat mir erzählt, dass er nichts mehr für deine Mutter tun kann. Er mag vielleicht nichts mehr tun können, aber ich gebe noch nicht auf. Ich bin es leid aufzugeben. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, Ryan. Das verspreche ich. Ich werde deine Mutter retten. Aber ich werde Hilfe brauchen. Nach meiner Schicht werde ich mit Ruth reden. Behandlung schneller durchgeführt werden. Oder am Tresen langsamer. Ja, ich würde sagen, dass wir das jetzt erstmal machen, weil wir das ja jetzt mit den Herzen machen müssen. Leider bleibt da nicht mehr genug übrig. Also wir müssen 5-mal jeweils 3 goldene Herzen gleichzeitig bzw. hintereinander abkassieren. Oh Gott, das wird... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, das Schlimme sind ja die Personen, die reinkommen und schon hier so aussehen, als ob sie keine Ahnung was... Ich habe keine Ahnung, was über die Leber gelaufen ist hier. Okay, das.
Der dahin, die dahin. Wasser. Wieso hat die kein goldenes Herz? Ich habe alles sofort gemacht. Oh, okay. Mist, Mist, Mist. Das zählt jetzt natürlich nicht mehr, ne? Ich muss die, glaube ich, alle drei gleichzeitig am Tresen haben, wenn ich das richtig verstanden habe. Einmal, zweimal. So. Das nehmen wir zu dem mit. Okay, Moment. Das, das. Wo muss der hin? Der muss nirgendwo hin, weil das ein Arzt ist. Okay. Jetzt habe ich es wieder zu schnell gemacht. So ein Scheiß. So, Moment, das Ganze runter, runter. Das ist, irgendwie wird das gerade ein bisschen kompliziert hier. Das dahin, weil wir gerade schon hier in der Nähe sind. Genau, das nehmen wir damit hin. Machen wir da mal schnell. So. Dahin und dahin. Und der dahin. Oliver, Oliver, Oliver! Ich hab dich gesehen! Ich hab dich gesehen! Oh, ah. Der dahin, zack. Glas Wasser bitte. Ah, und das hat wieder nicht... ich werde diese Herausforderung nicht schaffen. Ich weiß nicht. Die müssen, glaube ich, gleichzeitig am Tresen stehen, was aber auch irgendwie wieder bescheuert ist. Also... ich weiß es nicht. Du dahin, dahin, dahin. Oh, das dauert immer so lange, macht das doch. Dem sprechen. Jetzt nimmt der auch noch sowas. Das war aber mal eine süße Karte. Du dahin. Die nehmen wir mal hier runter. Zack. Mit Zeit machen wir das. Der noch da. Doch, du gehst da unten hin. So. Wasser für den Herrn. Du gehst noch da oben. Du gehst noch da. Dich kassieren wir mal schnell ab. So. Ist mir jetzt ehrlich gesagt egal. Also ich mache jetzt diese Herausforderung nicht mehr. Ich kapiere es irgendwie nicht. Doch, du gehst da hin. Mecker doch nicht immer. So, jetzt gehst du nach drüben. Wo ist das Ding hier? Wo machst du das in der Zwischenzeit hier? Oh, ich hasse das mit den Betten. Hallo? Ich muss das hochmachen. Oh, ich wusste es. Ich wusste es. Mann. Du dahin, du dahin. Das. Zack. Du dahin in der Zeit. Ja, ich hab nichts. Ich weiß, ich weiß. Das dahin. Oh, jetzt muss ich da auch noch. Da war ich jetzt gerade gar nicht drauf eingestellt hier. Du dahin. Das, das. Ah, dann nimmst du es nicht an, weil du was anderes machst. So, schnell. So. Du nach da. Dann brauchen wir zweimal Wasser. Kann ich aber nicht, habe keinen Platz. So, einmal dahin. Mal dahin. Du gehst nach da oben. Oh, ich muss ich mal schnell abkassieren, sonst habe ich gleich ein Problem. Jetzt will der auch noch Wasser. Der will Kaffee, Wasser. Und dahin. Nochmal mit ihm sprechen. So, nochmal. Oh nein, nicht die Karten schon wieder. So, zu ihr.
Ja, dann zu ihm. Oh, mach schon. Nimm das Gerät mit. Sonst kackt ich mir hier ab. Ah, einmal, zweimal, dreimal. So, da schnell hin. Der geht nach da unten. Die braucht immer noch Wasser. So, den setze ich da hin. Komm, komm, komm. Ach, das... Oh, nee, komm. Ich hasse sowas. Nein, nein, nein. Oh. Nimm doch erst die andere. Die ist nach oben. Die ist schneller. Oder auch nicht, weil es Karten sind. Oh, mein Gott. Ah, komm, 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 komm. Jetzt dahin. Du musst nach da oben. Und dahin, dahin. Die eine habe ich schon abgeschrieben irgendwie. Oh. Komm, komm, komm. So, komm, die verliert gerade irgendwie mehr Leben. Dann verliert die noch Leben. Ah, komm, 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 komm. Dann der. Oh. Mach schon, mach schon, mach schon. Dann du. Och, dann nimm dir dieses Drecksding doch dahin, Mann. Oh, ich habe keine Zeit für sowas, Mann. So, tippen. Das. Oh, nein, 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 nein. Nicht das schon wieder. Hoch, runter. Ah! Waren das alle? Nee. Nein! Oh doch, gerade noch 3 Sterne. Oh mein Gott. Und ich meine, ich hatte auch einen Oliver gefunden, oder? War das in dieser Runde? Ja, ich hatte einen Oliver gefunden. Ey, diese Herausforderung ist schrecklich. Ich müsste die ja quasi alle stapeln und dann wieder wegtun, wenn zu viele Leute da sind. Also, oh nee. Oh. Ruth? Wusstest du, dass deine Tür kein Schloss hat? Ja, sie haben die Schlösser gewechselt, also habe ich sie von jemandem entfernen lassen. Aber ich bin mir sicher, dass du nicht hierher gekommen bist, um mit mir über Schlösser zu reden. Nein, ich brauche deinen Rat. Ich muss also irgendwie noch weitere Tests durchführen, aber ich weiß nicht welche. Und darüber hinaus gestattet mir Victor keine weiteren Tests mehr. Ich werde mir die Akte einmal ansehen. Ich bin sicher, dass es noch viele Dinge gibt, die wir testen können, aber scheinbar brauchst du noch Hilfe von jemand anderem. Du brauchst jemanden, der Erfahrung darin hat, die Regeln ein wenig kreativ zu interpretieren. Ich bin mir nicht sicher, dass Daniel mir helfen wird, nach all dem, was geschehen ist. Allison, der Typ würde eine Bank für dich ausrauben, wenn du ihn darum bitten würdest. Da muss ich es wohl doch versuchen. Danke, Ruth. Ruth, brauchst du wirklich keine Hilfe? Ach was, nur keine Umstände. Dieses Haus war für mich allein eh viel zu groß. Ja, und damit haben wir das nächste Level freigeschaltet. Aber wenn ich so auf meine Uhr schaue, würde ich sagen, dass ich hier erstmal einen kleinen Cut mache und dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann. Ciao.